Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia 2. In der letzten Folge haben wir Muses Schatten bekämpft, zusammen mit Maxwell, und jetzt gehen wir direkt weiter. Wir nehmen dieses Mal mit Jude, Mila und Roan. Jude, Mila und Roan, ja. Die haben wir noch nicht. So. Diesmal machen wir halt ein bisschen schneller hier. Versuchen es jedenfalls. Laterne. Ja, ich habe 37 von den Glocken, merke ich auch gerade. Also habe ich gerade nachgeguckt und ja, sehr gut. Das letzte Dingen, ich sehe es nicht. Egal, Laterne. Haben wir hier. Ich habe die Kerze jetzt nirgendwo gesehen. Aber egal. Kümmern wir uns jetzt nicht darum, da hinten ist die Fackel. Ich weiß doch nicht, wo ist die Kerze? Egal. Hier ist nichts, verdammt. Nein, keine unnötigen Kämpfe, bitte. Also ich muss wieder in der Wüste gegen irgendwas kämpfen. Wir gehen mal hier oben lang. Ja, ich weiß, ich habe die Dings jetzt nicht mitkommen, aber egal. Aber extra noch die Charaktere mitgenommen, die wir noch nicht bekämpft hatten. Ach. Panther der Dunkelheit, also kann ja noch nicht so viel kommen. Ja, Panther der Dunkelheit. Gucken wir mal. Weiß auch manchmal nicht, ob ich das lieber schneiden sollte oder nicht, aber. Was war mal? Panther der Dunkelheit. Was sind ein Panther? Panther, Panther. Ein Tiger oder wie? Also Katzenviecher wahrscheinlich. Bakura. Das ist zu verlockend. Sehr gut. Er ist wieder zu verlockend, ey. So, jetzt kommt wieder normal. Ich hoffe, die Dingens, die Musik ist jetzt wieder ein bisschen in Ordnung. Weil ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich die laut genug eingestellt habe. Ob die jetzt schon wieder zu laut ist. Mal gucken. Wir haben auch keinen Heiler dabei, merke ich gerade. Das ist geil, ne? Aber egal, werden wir schon schaffen. Aber vielleicht schneide ich auch ihr raus, weiß ich nicht. Weil nach der Zeit wäre auch langweilig, ne? Nehme ich mal an. Muss ich halt nur sagen, wie viele Level-Ups ich so bekommen habe, ne? Irgendwie so handeln wir das schon, ne? Der letzte Part war auch irgendwie 28 Minuten lang, das ist auch ein bisschen lang. Können wir doch ein bisschen kürzen. Vielleicht tue ich auch den nächsten Part, letzten Part irgendwie kürzen, und ihr habt das schon längst mitbekommen, weiß ich nicht. Da hat es irgendwie nicht so gebracht. Da haben wir die normalen Drachen irgendwie mehr ergeben. Bah. Da ist eine Katze. Katzenähnliche Viecher. So, komm her. I'm gonna get you now. I'm gonna do you. So, mal gucken, mit wem soll ich mich verbinden? Ach, soll's. Verdammt, passt. Eis ist fast Dingens, Feuer. Vor allem die Viecher, die leveln ja nicht mit, ne? Die Bosse tun es ja, die letzten. You okay there? I'm not okay. I'm not okay at all. I'm so hungry. That was your stomach? So, ich habe uns mal einen Gefallen getan und uns das hier alles mal erspart und rausgeschnitten. Ich habe kein einziges Level Up bekommen, aber bin kurz davor. Und mein Gott, wir sind gerade voll am dran mit TP, wenn es so wie es aussieht. Und ja, mal gucken. Die können wir ja mittlerweile runter, rauf und runter hier erledigen, die Gegner. Also gebe ich von uns mal. Ich habe noch so eine. Nee, habe ich nicht mehr. Verdammt!
Ich gebe uns mal hier so ein Erfahrungsding, damit wir mehr Erfahrungspunkte bekommen. Und ja, Mila bekommt auch noch mal so ein Ding. Bei ihren Fertigkeiten. Wir sind auch spezialisiert. Und wir kämpfen gegen Mila. Was? Er kann doch nicht Mila sein. Milas Schatten, was? Sind wir jetzt in der ersten? Okay. Das ist jetzt überraschend. Und war als nächstes gegen Jude oder was? Verstehe ich jetzt nicht. Wir müssen nur als zweites gegen Dings kämpfen. Ich garantiere euch, ich habe nicht irgendwie vorgespult bis zum nächsten Boss. Wir sind immer noch beim ersten hier. Keine Ahnung, warum jetzt hier Mila auftaucht. So, bist du jetzt raus aus deiner? Ja. War es sehr langweilig, wenn jemand das einsetzt, aber ich mag diese Attacke. Weil das ist die erste Mila. Wir in normalen Klamotten, ne? Nein! Das ist Wagen, das hat die Mila aus der Splitterdimension. Ist euch egal, ne? Ne, ist die normale Mila, sehe ich gerade. Die 1. Machen wir mal den. Boah, meine Güte, zieh ja mal mehr ab. Hier geblieben. Okay, als wen kämpfen, gegen wen kämpfen wir als zweites? Macht irgendwie keinen Sinn irgendwie. Egal, werden wir ja sehen. Wie zaubern in der Luft. Ifrit, komm her. Oh nee. Komm her, wie. Oh nein. Oh Gott. Aber er bringt uns doch nicht, da bringt uns nicht mal annähernd um. Ich doch mal diesen Erfahrungs-, Verteidigungs- und Angriff- und Dingens alles hier eingesetzt. Ziehe ich irgendwie nichts ab bei der? Kann nicht sein. Aber ich merke, dass die alte Mila hier in den alten Klamotten aus dem ersten Teil. Reg dich mal ab. Cool down. Du brennst ja, warte, ich lösche dich. Bisch. Ah, sehr gut. War, glaube ich, sogar mit Mila der letzte Schlag. Jetzt habe ich mein Level up. Sehr gut. Wenn sie jetzt gesagt hätte, I surpassed myself, dann hätte gepasst. Aber egal. I was that shadow in the shape of Mila. What exactly is happening here? Oh, ist das Judes Weg vielleicht? Bei Milas Weg müssen wir gegen Jude als erstes kämpfen oder was? Okay, also komm her. Einfach weiter, einfach weiter, einfach weiter. So, Preisfrage. Ach, da oben bin ich hingegangen, sehr gut. Ja, unten war ja Dingens, war ja Muse. Und oben ist jetzt hier Jude, nehme ich an. Jude hat sich zu Wort gemeldet, also muss es ja Jude sein. Ne? Ja, ich habe jetzt willkürlich hier so zwei Dinger aufgesammelt. Nur zwei, verdammt. Ich will ganz viele von denen haben. So. Irgendeins auf dem grün-blauen Ding sehe ich nicht. Ma. Da ist eine Kerze. Gib mir die. Eine Fackel.
Entschuldigung, 1000 Mal. Mein Gott, ich sehe von hier nichts. Ja klar, da ist was. Das, ich muss nur auf den grün-blauen Weg bleiben. Er zuckt er hier voll komisch warum. Ich lasse ihn mal in Ruhe. Oh, da ist noch ein zweites auf den grünen Ding, ja. Geh weg. Aber das auch schnell erledigt. Was gab es denn noch für Räume? Es gab die Wüste, es gab das Tier und da gab es dann noch irgendwas. Oder bilde ich mir einfach nur ein? Habe ich denn vorher immer noch gemacht? Oh, ich bin ganz unten. Super. Ich muss irgendwo rauf. Leck mich. Okay. Sag mir mal einer, wo das letzte Dingen ist. Da, da muss ich hier runter. Lass mich. Sehr gut. Oh, das war knapp. Oh, das nicht. Ich hoffe, der Ton ist in Ordnung. Hoffentlich ist das nicht zu laut. Ich schätze mal einmal wieder was um und dann passiert sowas, ne? Da. Auf dem Ding hier? Ja. Oh, ich kenne Abkürzung hier. Warte mal. Nein! Ey. Kannst mich mal. Oh, da ist ja noch ein Gegner, sehe ich gerade. Beim Spiel habe ich auch gerade Tales of Zelda 1 wieder offscreen, weil ich die Platin-Trophäe haben möchte. Weil mir irgendwie fehlen mir irgendwie nur so 2-3 oder so. Einmal alle seltenen Monster hier, so 75. Alle Nebenereignisse oder irgendwie so 90 Stück, glaube ich. Und weiß ich nicht, alle Skits, glaube ich noch. Ja, das sind ganz schön nervige Dinger, die ich noch haben muss. Von Graces habe ich mir gerade die Platin geholt. War nicht mal so einfach gegen Ende. Egal. Weil irgendwie habe ich so ein Gefühl, ich bin hier sehr viel schneller, sehr viel näher an der Platin-Trophäe ran als schon in Zelda 1. Weil die ja irgendwie nicht so schwer sind, habe ich so das Gefühl. So. Ach. Warte mal, Jude, du kannst auch heilen, ne? Ja. So, dann stopfen wir uns hier das Dingens rein, das Yakisoba. Dingen und kämpfen gegen Jude? Fragezeichen. Oder nochmal gegen Lila. Ne, gegen Jude. Wir haben gelacht. Da nehmen wir jetzt aber Jude als Kandidaten. Wie hier, Combo, so geht das. Du bist natürlich wahrscheinlich wieder stärker. Ja, bist schon wieder 2 Level stärker. Und du hinterlässt irgendwas, was ich noch nicht habe. Das ist gut. Mein Gott, was macht er denn für eine Kampfbewegung? Ich kann nicht wenigstens noch steuern, ne? Eigentlich kann ich jeden irgendwie ein bisschen steuern, aber trotzdem, ich mache das irgendwie. Wieso eigentlich? So, komm mal her. Das wird nicht alt. Oh Mann. What? Nein! Wie kannst du es wagen? Komm mal her, na? Nein, das gibt's doch nicht. Und zack. Oh. Der Kick of Disrespect in die Fresse, ey. Und sagen, macht Mila irgendwas? Irgendwie nicht, ne?
Okay, sie kommt jetzt zum Heilen. Leck mich. Doch, guck mal, wie schnell ich bin. Soll man öfter wieder Jude steuern. So, ich setze seine flinke Runde gegen uns ein. Ist irgendwie keine Zauber auf die einprasseln. Mal schon sagen. Fehlt irgendwie diese Attacke, wo man mit Jutsu am Boden haut, die irgendwie eine Chance hat, die Gegner sofort zu töten. Vielleicht kriegen wir die ja. Ja, ne? Wenn wir die wirklich bekommen, ne? Bin ich vorher Gott hier. Die geht eigentlich schon voran, ne? Wir haben niemanden zum Wiederbeleben. Man darf ja gar keiner kaputt gehen, merke ich gerade. Wie 1. Hilfe! Oh nein, das ist nicht gut. Oh nein, das ist überhaupt nicht gut. Nein, was zum Teufel? Warum geht denn er so ab? Geh weg. Oh Mann, was mache ich hier? Ist irgendwie nicht nett gerade. Hey, hey! Wie kannst du es wagen? Guck dir meine Hose an, ey. Das ist eine Markenhose. Hey, mal aus. Nein, sein Demon Fang war schneller. Ich krieg die Krise. Was geht denn jetzt auf einmal so ab? Warum geht die eigentlich alle so spät heim ab? Ich muss wieder zu Dingen wechseln, ja? Zu Ludgar. Nein, ich kann es wahr. Ihr braucht nicht mal alle heilen hier heranzukommen. Ey. Wir schaffen da doch schon ein bisschen. Zu überleben ist nicht direkt immer erste Hilfe geleistet werden. So schon wieder Twin Lance. Nein, ich hätte schon wieder Twin Lance einsetzen können. Verdammt. Oh man, der steht einfach so auf, als wäre nichts. Oh nein! Hilfe! Lauf da rein! Jawohl, wie 1. Nein, hör auf damit! Oh nein! Oh nein, oh nein, 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 nein. Ey, ist gut, ist gut, ist gut, ist gut! Oh nein! Ah. Leck mich! Ja. Nein, ich auf den alten Mann. Ich muss schon sagen, wenn du jetzt Heiler einsetzt, ne? Okay, ich gehe nie wieder ohne Heiler rein. Hast du das Gefühl? Komm her. Warte. Spinne, ey. Der ist gerade nicht geil, kann das sein? Er hat nicht die ganze Zeit schon so viel. Was? Wie? Mit einem Schlag? Zack. Ich echt nichts abziehe, wenn ich nicht verbunden bin, ne? Das ist nicht witzig, ey. Wir können ja noch verrecken, wenn er so weitergeht. Ja, wahrscheinlich deswegen bekommt er viel. Jawohl, getroffen. Vielleicht bekommt er deswegen wie blöd hier. Feig, feig, feig. Wieso nur 1? Verbindet euch gefälligst miteinander. Sonst zieht er nämlich nichts ab, ey.
Komm mal her. Wie? Mann, da läuft ja voll aus dem Ruder. Komm mal her. Wie eins, ey. Oh, das ist doch nicht wahr. Oh, super. Nur weil ich jetzt nicht verbunden war. Ich bin doch sowieso mit niemandem verbunden, wenn ich im Dings bin, ey. Was ist denn das für Dreck? So, nicht, er wird ja richtig knapp noch. Er hätte gedacht, dass Jude so stark ist. Nein, Mann, ich kann ihn nicht leisten, so oft zu verrecken. Leck mich. Aber zum Glück wurde der Angriff voll genervt. Nein, 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 nein. Hör auf. Man bringt doch nichts, wenn er nicht. Boah. Ey, was ist denn das? Ich habe auch nicht so viel Allesteiler, Mann. Nein. Das reicht. Nein, 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 nicht auf den alten Mann. Wieso setzt du nicht Dings ein? Ach, ja, stimmt, ich habe das mal gewechselt. Da habe ich jetzt mal Bock zu erklären. nee, das wird diesmal nichts. Leck mich. Jetzt kommt er auch noch damit, ey. Hier, komm her. Du brauchst schon dein Dingens. Und brennen und was weiß ich. Könnte sogar noch was werden, ey. So. Oh, wieder mich fertig kloppt, ey. Oh nein. Ich kann mir nicht leisten, so oft zu verrecken. Brennen. Ich habe gesagt, brennen. Nicht wir, du. Ey, ich verreck hier. Ich habe verloren. Nein. Oh Mann. Der macht uns fertig. Oh Mann, so viel verschwendete Zeit schon wieder. Ey, das gibt's doch nicht. Wieso habe ich denn so viel von den Dingern und so wenig von den einen normalen? Ey, nein. Mein Gott, wieso kriegen wir denn so derbe aufs Maul auf einmal? Oh Mann, und wird doch nie im Leben noch was. Nein, oh. Das gibt's doch nicht. Ja, es ist ja in seinen Dings wieder auch noch. Das haben wir sowieso verloren. Also wenn ich hier noch irgendwie was reiße. Ja, das macht uns fertig. Seine Arkanart ein. Ach ja, ich kann ja nicht. Aha. Oh nee. Hilfe. Ja, weg bin ich. Okay, wie habe ich jetzt Schaden bekommen? Das hat scheiße, wenn man nicht verbunden ist, keinen Schaden zu bekommen, ey. Was ist denn für ein blöder Effekt, ey? Jetzt tease mich nicht nur damit hier, dass ich beinahe gewinne. Leck mich, ich schaff das hier noch, wenn das so weitergeht. Oh.
Oh mein Gott, ey. Oh, hier bin ich in Sicherheit. Komm schon, noch ein paar Hits. Oh nein, das ist nicht gut. Du musst sowieso, ja, abwarten, bis er weg ist, ey. Jetzt ein Ding sein. Hilfe! Komm schon! Komm schon! Nein, du hast niemanden hier kaputt. Boah, leck mich! Oh, das gibt's doch nicht, ey. Wie habe ich denn das noch hier zur Fortladung, Jude? Wie habe ich das denn hier noch gerissen? Hat mich ein paar kräftige Schmankerle, ein paar Elixiere gekostet, aber ist mir vollkommen egal. Ich habe den Kampf geschafft und das ist das erzählt. Ah. Standfestigkeit. Hey! Das kenne ich. Das Taubenrisiko, jawohl. Das kann ich ihn dafür entbehren, ja, das hier. Möchte man noch nicht. Verdammt! Dann nimm das hier wieder. Ja, komm, das hier weg. So. Und raus hier. Oh ja, ja, haben wir mit Jude auch noch geschafft, ey. So, wie viel haben wir? 46. Weiß nicht, was könnten wir denn hier noch nehmen? Was war das denn? Schwertkämpfer der Zeit, Einhornpriester. Das sind so Sachen, die sagen mir schon wieder nichts. Aber ich könnte mir leicht vorstellen, was das ist. Egal. Wir gehen jetzt erstmal hier raus und speichern alles. Das ist ein guter Plan, oder? So, ich gehe jetzt hier hin und speichere. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Xillia 2. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.